Vielleicht fliege ich einfach mal Richtung Stadt, da ist sicher. Ja. Ach, ganz ehrlich, wenn mich hier was trifft, ne, dann... Ja, dann wäre es das wert. Ja. Auf jeden. So, ich glaube, wir können hier mal draußen schon mal verfahren, oder? Ich meine, da wird es nicht mehr dauern. Meinst du, bis Anni da ist? Ja. Oder was? Ja. Also, ich meine, wird es wahrscheinlich vielleicht noch ein Eckchen dauern, aber letzten Endes, ich glaube immer schon, dass das Ausschlüpfen eine Ecke dauert. Bestimmt länger als eine Stunde. Ja, wenn das Ausschlüpfen genauso lange dauert wie das Zähmen, dann sind wir mal in 10 Minuten Babys. Da kommt so ein kleiner Kristall raus. Bananakristall. Oh, aber waren das nicht auch die Tiere, die ihre Babys so auf dem Rücken haben irgendwie? Echt? Ich weiß gar nicht. Ich habe mal irgendein Video gesehen, wo ich glaube, das waren die. Der wäre richtig cool. Kristall, ja. Aber vielleicht, ich frage mich noch gerade, was. Ich frage mich nur gerade, was bei dem Mädchen hier hinten auf dem Rücken so leuchtet. Da sind ein Partikeleffekte drauf. Und bei Männchen ist das gerade nicht. Also müsste er gleich niesen, hoffentlich. Und dann fällt der Stein runter. Oder auch nicht. Sehr schön. Doch, hier vorne. Also können die auch quasi rumsitzen, während sie hier festgebunden sind. Das ist schön. Wissen. Kristalle, sehr schön. Kann nicht auf den Rücken springen? Aber bin ich zu blöd dafür? Nö. Man rutscht immer runter. Mhm. Über was zum Henker sind das für Partikeleffekte? Ich habe keine Ahnung, vielleicht Bärmutter. Ich weiß es nicht. Ist gerade rollig. Ja. Erfahrungszeit. Na gut, na dann komm mal her, Mäuschen. Dann gibt's jetzt unanständige Sachen. Bunga Bunga. Unga Bunga, Unga Bunga. Oh, hier kommt schon der Meteoritenschauer runter. Zum Glück sind wir hier relativ sicher. Ne? Also hier über der Stadt ist ja ein Schild. Ja. Wahrscheinlich sind sie gleich fertig mit dem Dingsen. Boah, ich mag diesen Hitching Post, weil der die ganze Zeit nicht mehr pfeifen muss. Der ist, oh, dieses Pfeifen war immer echt Katastrophe. Dass sie das auch nie geändert haben, Wahnsinn. Ich verstehe es auch nicht, warum Tiere rumwandern müssen, damit sie hier sich fortpflanzen. Beziehungsweise rumwandern ist ja in Ordnung, aber warum die dann auseinanderwandern? Mhm. Und nicht immer aufeinander zu. Naja. Ist ja noch in der Entwicklungsphase. Das Spiel. Ja. Early Access noch. So, ja. Dann bin ich mal gespannt, wie lange es gleich dauert mit dem Ausbrüten. Austragen vielmehr, ausbrüten tun sie ja nicht. Austragen. Boah, die sind bestimmt total knuffig aus, die kleinen Babys. Oh ja. Er sieht trotzdem so ein bisschen aus wie Theo Weigel, Gedächtnisbrauer, ey. Brauchen noch Namen für die, ne? Ja, das stimmt. Die haben noch keinen Namen. Hm. Also, lieber Chat, ne? Namensvorschläge gerne gesehen. Für das Männchen und für das Weibchen. Links hier das drüben, das ist das Mädchen, quasi das etwas bräunlichere, und das rechts hier das dunkelbraune, graue, keine Ahnung, ist das Männchen. Und die Augen, oh, die sind so süß. Die Augen sind wirklich so goldig, ey. Na, hi. Guten Tag. Ja, und wenn du im Bett liegst, dann schlecken sie dir plötzlich übers Gesicht oder so. Hm. Weil man könnte auch denken, die haben oben eine Glatze oder sowas, weil die Ohren sind so ein bisschen plüschig, ansonsten die Augenbrauen vorne und oben direkt auf dem Kopf ist halt Platte. Ja, der ganze Kopf ist halt voll platt gedrückt. Ah! Oh ja, gut, anderthalb Stunden. Haben wir ja ein bisschen Zeit. Ja, das geht. Das ist okay. Was stellen wir denn bei Tantchen ein? Organic Polymer? Ja, ich will Polymer nehmen. Silikaperlen haben wir noch gar keine, oder? Doch, doch. Ich habe ja aus den Biberdämmen einige rausgeholt. Ah, die stimmt, in den Biberdämmen. Dann stelle ich mal Polymer ein.
Es passt ja schon mal ganz gut, wenn wir dann auch Polymer herstellen lassen von den Tierchen. Ja, genau. Was für Tierchen gibt Butch hier? Matcha-Tierchen. Von Maya und von Willi. Ich finde das, find das Bild nur von ein bisschen verwirrend. Das ist ein kleines Vorschaubild, wenn man die Tierchen anguckt. Diese Übersicht da ist ja immer so ein links ein Bildchen. Sieht irgendwie komisch aus. Okay. Und nicht also, so genau. Als wenn die so einen langen Bart haben. Was soll denn das darstellen, bitte? Kopf mit Bart oder was? Die haben ja gar keinen Bart. Stimmt. Aber auf dem Bild sehen die echt aus wie die Pandas in WoW. Mit ja, langen irgendwie Bart. Schon. Was sie Tolles können, die können Rohstoffe herstellen. Und zwar verwerten die alles, was irgendwie im Inventar drin ist. Deswegen, ich glaube, da sollte man keine wichtigen Rohstoffe drin lagern. Die fressen dann wahrscheinlich alles irgendwie einmal weg. Und da kannst du halt Produktion wählen hier, wenn du mal längere E drückst. Und hast halt, hoch, eine Sekunde. Hast hier verschiedene Sachen, die hergestellt werden können. Also schwarze Perlen, Kristalle, Clay haben wir noch hier, grüne Kristalle, Fiber haben wir noch am Start, Steine. Und das Männchen produziert auch andere Sachen als das Weibchen. Wenn man guckt, bei dem Weibchen sind halt noch so Organic Polymer, blaue, dieser komische blaue Saft hier, Silica Pearls, ansonsten Sand, grüne Kristalle auch und auch wieder Fiber. Also ein paar Sachen sind halt unterschiedlich, zum Beispiel, wie gesagt, Organic Polymer und Black Pearls etc. und halt Silica Pearls, also schon gar nicht so schlecht. Und die fressen halt einfach nur Zeug und irgendwann setzen die auf den Arsch, dann schmatzen so ein bisschen rum, dann niesen sie und dann kacken sie so ein Kristall raus. Also, na gut, kacken tun sie nicht. Der fällt vom Rücken runter, mal kurz gucken, ob man den sieht. Da sind so blaue Kristalle drauf auf dem Rücken, quasi, und die sind halt im Prinzip dafür da. Kann man dann irgendwie öffnen, so Lootboxen quasi mehr oder weniger. Und dann bekommt man da Loot. Dementsprechend, was sie hergestellt haben. Kann ich ihn fallen lassen? Ja. Hast du eine Bola bereit? Ja. Okay. Schon bin ich gleich tot. Ach Quatsch, der ist nicht hoch. Ah, okay, er hat mich gegrabt. Kann nicht bowlern. Jawohl, sehr schön. Aber jetzt macht der Arsch, oder? Ja, ich habe ein Passiv gepfiffen. Jetzt natürlich die Frage, ich weiß nicht, wie viel Lebenspunkte er noch hat. Warte, ich gucke. 340, also 400. Schieß. Ja, nochmal. Zwei kann er noch, glaube ich. Ja, noch einen. Jo. Ich glaube, der müsste jetzt gleich. Das sieht aber geiler aus. Jawohl. Ja, ich dachte kurz, das wäre ein Alpha von weitem. Das ist mal richtig geil. Richtig fieser Roboter. Und ich habe sogar Prime Meat, habe ich gerade gesehen. Auf die Island sind auch Tech-Tiere unterwegs. Aber wo kommen die her? Die gab es da früher nicht. Ich meine, dass es hier welche gibt, okay, das macht Sinn, weil, wie gesagt, das ist jetzt ja das letzte Kapitel mehr oder weniger bei der Ascension-Reihe mehr oder weniger beim DLC und auf die Erde, das macht halt keinen Sinn, weil das halt das Startgebiet im Prinzip ist. Boah, von dem will ich noch weniger gebissen werden als von einem normalen Raptor, ne? Der hat ein paar hübsche Zähne. Voll der Feuerwehrraptor auf jeden Fall. Das ist ja recht Butch. Stimmt. Da kriegt er noch so einen Helm auf, weißt du, und dann geht's los hier. Ich hab gehört, wir wollten Schwefel holen. Ja, eigentlich schon. Der hat Essen drin. Ja, okay. Ich glaube, der müsste mit Prime ja schnell durch sein. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Okay. Steht hier irgendwas auf neutral? Ja, der Kano. Ja, wie gesagt, also das macht durchaus Sinn, dass hier jetzt zum Beispiel ein Extinction, dass es diese Tech-Raptoren oder generell die Tech-Viecher gibt, das macht Sinn. Aber auf den anderen Karten, von der reinen Geschichte her, macht es halt wenig Sinn. Ja. Ja, Sabrina, hast du natürlich recht, arg Logik. Ist genauso logisch, dass man diese komischen Matcha-Tierchen hier mit, Gacha, heißt das Gacha mit G. Matcha. Dass man die mit dem Petri tragen kann, macht auch null Sinn. Ich habe immer noch eine Riesenflamme. Guck mal. Hast du dir diesen wunderschön texturierten, zerbrochenen Mond da oben schon angeguckt? Wenn du in Richtung Norden, ach, da oben, Nordosten guckst? Nö, den habe ich ja nicht gesehen. Was? Auch noch nicht.
Ich komme! Also Lebenspunkte gehen trotzdem runter, aber es ist okay. Ja. Ist nicht so wie gestern, aber lange hast du hier nicht Zeit, kann ich schon sagen. Hey, ich sehe schon. Aber ein bisschen kann ich noch mit Fleisch gegenhealen. Kannst ja schon mal was abbauen, da. Ne? Nee, erstmal eine Stelle finden, wo nicht alles garstig ist. Hallo? So schnell mit dem Abbauen sein. Mhm. Oh, die Corrupted Spinos sehen aber auch geil aus, muss ich sagen. Oh ja. Also wenn man hier was abbauen kann, das weiß ich natürlich nicht. Naja, wenn nicht hier, wo dann, ne? Ich hoffe, hier kommt nichts. Ja. Ah ja. Das klingt doch gut. Condensed Gas habe ich hier noch gefunden. Oh ja. Ah, dann fehlt uns aber noch, für dieses Propellant brauchte man noch brauchte man denn dafür? Kaktus? Sap, glaube ich, oder? Ja. Weiß es gar nicht mehr. Und noch irgendwas. Gedächtnis wie... In Sieb. Ja. Ja, und Sarah, Dings, Fortitude habe ich schon geskillt auf 30 aktuell. Wir sind jetzt auch noch nicht so hoch vom Level. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Ghillie-Rüstung natürlich eine Standard-Krempel ist. Aber 30 Fortitude ist halt schon nicht so wenig in Anfang. Ich will jetzt auch keine 50 Punkte reinpacken. Spinos Level 32, den können wir gleich machen. Die bringen ja echt gut XP. Kaktussaft, Schwefel, ach Öl, genau. Da war ja was. Macht Sinn. Ja, da kannst du aber wirklich nur diese kleinen Mini-Brocken abbauen, die hier rumhängen. Ja, gut, da kommt aber schon ordentlich was raus. Oh ja, das stimmt. 500 schon? Ich meine, der Vorteil ist ja, du hast ja hier auch noch die den erhöhten Nahrungsverbrauch. Kannst du gut gegenheilen. Ja. Oh, guck mal, hier links kämpft schwebt eine dicke. Dicke. Gott, ey, das Robbe, sieht aus, Robbe, ey. Eine dicke Robbe. Robbenrobbe. Diese Kugeln, ey. Bei uns. Und die hier. Hallo, Freunde. Hey. Puh. Wiedersehen. Oh Gott, das sieht aus, ey. Ich weiß nicht, warum. Deshalb, ey. Also, da muss ich jemanden einen schlechten Scherz erlaubt haben. Ohne Witz. Ja. Arg halt, ne? Und Notorious, ja, das ist kommt durch den Mod. Classic Flyer Mod, dass man wieder Speed leveln kann. Es macht einfach bei großen Karten mehr Sinn. Und gerade wenn man hier wieder viel rumfliegen kann, dann will ich ja nicht wieder 100 Jahre fliegen. Ich meine, wir haben halt Ewigkeiten auf Tease damals gespielt, halt ohne den Classic Flyer Mod. Und wenn du mit dem Quetzi von der Südküste zur Nordküste wolltest, da konntest du schon mal eine halbe Stunde fliegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch tatsächlich bessere Möglichkeiten, meine Zeit irgendwie zu investieren irgendwo. So. Bin ungefähr bei 2/3 Hitpoints so circa. Ja, ich auch. Wie warm ist es hier denn? 67. Ziemlich flauschig auf jeden Fall. Schön, dass ich noch einen Affen auf der Schulter hab. Der wärmt schön nochmal die Schulter. So. Boah, der Spino sieht halt echt cool aus, ne? Der richtig geil, ja. Wie sieht der so ein bisschen gehäutet aus? So, ganz kurz. Ja, ich muss auch. Also Hälfte habe ich jetzt so ein bisschen unter der Hälfte Lebenspunkte.
Wir können gerne los. Ich meine, wir haben ja erstmal. Ja, das reicht. Vor allem der Archie kann ja eh noch eine Menge tragen, ey. Jojo. Sollen wir beim nächsten. So, es gibt ja diesen komischen Saft, den man sich reinpfeifen kann hier. Können wir ja mal nutzen bei Gelegenheit. So, ich lese gleich was bei den Bits da stand. Sekunde. Boah. Jetzt schon mal herzlichen Dank, Boss, oben für die. Den Schier. Nein! So. Oh, shit. Egal. Wird ja nicht das letzte Tierchen sein. Der wollte gerade sagen. Gibt ja noch ein paar andere. Boah, aber was du alles wegkillen musst, wenn du immer durch willst, ne, von A nach B. Mhm. Und so eine komische Art Pleura. Tote, nehme ich mal mit. Vor allem müssen Chitin. Ja, genau. Der sieht richtig geil aus, der Raptor. Ich hab irgendwoher Leech-Blatt bekommen. Natürlich die Frage, woher? Was wir da eben irgendwo gekillt haben. Ja, der Raptor sieht mega cool aus. Mhm. Ich mag auch dieses intensive Rot. Und ist ein so richtig Weinrot, richtig geil. Von weitem sah der halt echt aus wie ein Alpha irgendwie. Der sieht richtig cool aus. Und ich muss sagen, tatsächlich, jetzt hätte ich gerne Nacht, das stimmt. Das hatten wir gestern schon mal das Thema, es gibt ja keinen Tag- und Nachtzyklus außerhalb dieser Kuppeln. Aber ich muss sagen, innerhalb der Kuppeln würde ich halt auch nicht bauen wollen, weil die relativ beschränkt sind von der Fläche her. Und man kann halt, wenn man oben irgendwie steht, man sieht halt wirklich den Rand von der Kuppel. Und ich will halt nicht so einen abgegrenzten Bereich halt haben zum Bauen. Das ist halt auch kacke. Ja. Und das Blöde ist halt, direkt in den Kuppeln drin hast du ja auch noch Obelisken. Das heißt, das größte Gebiet, so wie hier zum Beispiel bei dem grünen Obelisken, hast du halt in den Kuppeln auch noch drin. Das besteht halt. Das Wasser, was da drin zum Beispiel existiert im Wüstengebiet, ist halt direkt um den blauen Obelisken drumherum. Halt auch blöd. Der Iron Man, stimmt allerdings. Sieht aus wie ein Iron Man. Ist sogar ein Männchen. Komm, dann nehmen wir den Iron Man. Sehr gut. Woher bekommen wir Kaktus-Sap? Hast du schon Kakteen irgendwo gesehen? Es gibt ja ein Wüstenbiom in der Kuppel. Boah, stimmt. Boah, habe ich jetzt. Ist halt so weit weg jetzt, ne? Mhm. Ja, deswegen schreibt es auch gerade schon Wüstenbiom. Ja, das gibt's halt in der Kuppel drin. Ich glaube, ich fliege da mal hin. Wenn ich unterwegs irgendwas Interessantes sehe, fliege ich halt wieder zurück. Der hat wirklich so einen Iron Man-Style-Skin, denn der Schwanz ist auch golden. Ist ja nicht nur, also Iron Man ist ja nicht nur rot, sondern rot-gold so ein bisschen. Mhm. Richtig cool. Aber hier ist zum Beispiel nicht so warm. Das stimmt. Aber wir müssen nachher echt aufpassen, dass wir in die richtige Richtung rausfliegen. Aus dieser blöden Kuppel. Ja. Einfach gerade nach oben, bis wir raus sind und dann gucken, wo es hingeht. Ne, kann man einfach durchfliegen, ja? Ja, ja, genau. Zack, tot. Ja, soll ich vorfliegen? Ich mach schon. Oh, hier haben wir natürlich direkt Nacht. Echt? Perfekt. Jetzt? Ja, ja. Ah, oh, super. Ich hab nicht mal eine Fackel, ne? Ich auch nicht, weil keine gebraucht habe. Ich hab von Anfang an keine Fackel hier gebraucht. Hier drüben liegt ein Airdrop. Der leuchtet hier drüben. Also ist qualmt, meine ich. Qualmt. Aber die muss man verteidigen, war das? Ja, ja, genau. Okay. Wenn wir mal irgendwann einen Archi haben, fliegen wir mal zu einem. Und Hallöchen Uwe. Servus, guten Abend. Wie lange wir schon wieder zocken? Gar nicht so lange. Heute. Wir haben nur gestern ewig gemacht. Ah, hier unten sind. Kaktussen. Kaktussen. Aber, ne, das wäre so typisch. Wir kommen hierher völlig unvorbereitet und keine Fackel mit. Gut, wenn du keine brauchst, dann hast du ja nicht im Inventar. Das war mit Axt oder Spitzhacke? Eine Axt. Das Witzige finde ich ja, es gibt ja zum Beispiel keine SE-Baustrukturen, also nicht Strukturen, also generell Pläne, Engrams, genau.
Und die Morella-Tops kannst du zum Beispiel für die ganze Zeit keinen Sattel bauen. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen. Strange. Ja. Da gerade rumgerannt. Ein Pferd? Aber was war das? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, ein Eckfuß. Und das Pferde gibt es ja auch schon mal. Das ist cool. Ich hätte gerne wieder Cheboas. Irgendwie finden wir hier bestimmt einen irgendwo. Ist das denn gerade wieder hell? Ne, 23. Hä, aber jetzt. Wie ist es gerade heller geworden hier unten, oder? Ja, ja, gefühlt irgendwie. Gerade Sonnenaufgang. Aber das finde ich halt so kacke, deswegen würde ich hier ungern bauen wollen, weil die Kuppel ist gar nicht so groß und du siehst halt die ganzen Metallklammern hier am Rand der Kuppel. Da wo das Schild quasi generiert wird. Ja. Nee, nur eine Ferienresidenz oder sowas. Das YouTube-Anwesen. Weil wenn du hier in die falsche Richtung rausfliegst, bist du gleich direkt Toast. Ja. Wobei hier vorne hat man das rote, die roten Dinger nicht. Die sieht man hinten aber leuchten irgendwie so ein bisschen. Aber es passt natürlich auch richtig gut zu diesem roten Obelisken, ne? Und Geysire gibt es ja auch, die habe ich schon gesehen. Hier vorne sieht man so gerade. Was haben wir hier unten? Terrorbird oder was? Wer bist du? Prokoptodon. Oh, Level. Low Level, irgendwas, keine Ahnung. 16 oder so, glaube ich. Achso. Das hier? Willst du da eins mitnehmen, oder was? Los. So, weiß nicht. 180 plus würde ich schon mitnehmen, ja. Man sieht ja leider nicht so viel hier aktuell, aber man kann ja durchaus mal gucken. Ich habe so Angst, dass ich mal irgendwie in die falsche Richtung fliege. In der Richtung, aus der wir gekommen sind, da siehst du so ganz komische, komisch texturierte Deinformationen außerhalb der Map. Mhm. Ich glaube, daran orientiere ich mich irgendwie jetzt. So, Kaktussen, wo sind noch mehr? Was außerhalb der Kuppel ist, auf der anderen Seite, da ist tot. Das Problem ist, hier gibt es so eine komischen Markierungsdinger hier, diese komischen Leuchten hier. Wenn man da reinfliegt, ist man direkt instant tot. Was denn da? Das ist die Kartengrenze. Oh, Mario! Ein Velonasaurus. Velonasaur. Ich sehe nichts. Jo, unter uns. Das sind diese Viecher, glaube ich, diese Miniguns, die die in dem Trailer aufgestellt haben. Ach, die! Hier, ja. Ja, stimmt. Level 16 und Level 96. Wollen wir die 96er mal mitnehmen? Ja, wenn wir den tragen können ohne Probleme. Also ohne, dass er uns vorher killt, meine ich. Sehen wir ja dann. Hier sind zwei 16er Prokoptodon. Oh, hier kommt gerade Meteoriten runter. Ah, dann nehmen wir das. Oh ja. Ich hoffe, das Schild hält hier. Okay, ne, sieht nicht so aus, ob hier ein Schild ist. Natürlich schlecht. Super. Richtig gut. 3, 2, 1, beide tot. Ja, wahrscheinlich. Ich kann mal gucken, ob ich den grabben kann, den Velonasaurus. Petri. Ich habe irgendwas, aber... Ja, okay, ich habe den. Boah! Diese Gatling-Geräusche, ich muss hier weg. WTF Gatling. Wie geht's deinem Petri? Weiß nicht, ich hab glaube ich nichts abbekommen. Okay. Eieiei, krass, der hat halt voll auf dich gefeuert, ne? Ja, jetzt so die Frage, wo ist denn das Prokoptodon, das du eben gesehen hast? Das hüpfte hier vorne, also hinter denen rum, hier so irgendwo in die Richtung. Die ist nur gerade nicht. Hier hüpft gerade eins weg. Hier unten, hier ist es, hier unter mir. An der Felswand. Ja, warte, ich komme. Ist das... Es sind zwei. Direkt unter mir. Ah, hier, ich hab's, das 216er. Jawoll. Wir werden wahrscheinlich auf dem Rückweg hier direkt vom Meteoriten erschlagen. Ah doch, aber manche explodieren in der Luft irgendwie. Ja, aber die Kuppel hält hier nichts abgefühlt. Ich finde es trotzdem verwirrend, dass manchmal der Sound zu hören ist und manchmal nicht bei den Dingern. Ja. Okay, dann haben wir ja eigentlich im Prinzip alles, oder? Können wir jetzt zurück? Ja, genau. 400 Kaktus-Sap habe ich erstmal. Sehr schön.
Das reicht erstmal. Tiere im Schlepptau. So ein Gatling-Ding habe ich auch schon mal gesucht. Also ich habe da schon nach Ausschau gehalten. War halt keins gefunden. Jetzt kommt hier so, bam. Boah. Alter, bist du blind. Oh, oh shit. Boah, ist das laut, ey. Der ist gerade richtig an mir vorbei gesegelt. Ja, ja. So, ganz viele kleine, ne? Die an einem vorbeisegeln. Vielleicht fliege ich einfach mal Richtung Stadt, da ist sicher. Ja. Ach, ganz ehrlich, wenn mich hier was trifft, ne, dann... Oh ja, dann wäre es das wert. Ja. Auf jeden. Ich weiß halt nicht, ob man von den Dingern getroffen werden kann. Ich würde es gerne mal sehen, ganz ehrlich, aber... Oh, irgendwas ist unter mir gestorben. Wurde getroffen. Von einem Meteoriten, oder was? Ja, ja. Ich hab's nur quietschen hören und explodieren hören. Ja, das Problem an Torius, ich würde es ja gerne mal testen, aber es geht halt einfach nicht, weil das Blöde an der ganzen Sache ist. Du kannst ja nur grob abschätzen, wo die runterkommen. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal versucht, da hinzufliegen, wo direkt einer langkommen könnte. Aber ich habe halt noch nicht geschafft, da direkt reinzufliegen in das Ding. Ja, man kommt da nicht so schnell hin. Weil die kommen schneller runter, als man hinfliegen kann. Und hallo, ich bin Beere. Guten Abend. Okay, hier hat es gerade irgendwie richtig gescheppert hier links neben mir. Genau, früher oder später werden wir es ja sehen. Da wird es sicherlich irgendwann mal jemanden geben, der das Glück hat, davon getroffen zu werden. Oder auch nicht getroffen zu werden, je nachdem. Das Prokoptodon guckt auch sich hier schön die Gegend an. Sehr schön. Aber die Dinger geben zumindest keinen Loot, diese Meteoriten. Also da kommt nichts raus. Was wir bisher gesehen haben. Ich muss sagen, tatsächlich, auch wenn das jetzt von mir aus, weiß ich nicht, in 5 Wochen immer noch genauso häufig kommt oder sowas, das stört mich, glaube ich, nicht mal ansatzweise so sehr wie dieses komischen, blöden Erdbeben. Wie die Erdbeben, ja. Nee, mit Sicherheit nicht. Ich pack den, glaube ich, mal irgendwie hier. Der Rücken sah gerade ein bisschen aus wie von einem Anki. Pack den mal ein bisschen vor das Tor. Ja, genau. Ich habe ja auf beiden Seiten Tore gebaut. Wobei, also ich bin gleich an der Base. Dann lasse ich das Ding fallen und dann kann ich es betäuben. Hast du noch genug Ausdauer? Ja, hast du. Ja, ja. Das Prokoptodon kann ich ja erstmal bei uns einfach irgendwie irgendwo hinwerfen. Boah, die sehen aber auch schon fies aus, ey. Was du da drunter hast. Diese ganzen Stacheln da am Kopf, ey. Die willst du nicht streicheln, du. Nee. Alles ziemlich garstig. Hast du noch Trank Arrows? Ich habe nur noch 12. Also 13. Ja. Auch noch ein paar. Na, sonst baue ich einfach welche. Kann ich auf den Boden werfen? Ja. Soll hier unten liegen, hier, unter mir. Ich hoffe, der feuert jetzt nicht auf mich. Nee, sollte eigentlich nicht. Ja. Ich guck mal kurz, wie viel Torpor der überhaupt hat. 1600 Hitpoints und 27 Torpor. Und ich treffe ich eh nur noch deinen Petri. Wahrscheinlich. Ja. Unterliche Förderbahn, Servus. Ich kann ja mal loslassen. Bitte nicht, Mario. Warum denn nicht? Ja, ich bin da ein bisschen... Ich stelle mich da bei sowas an.
wie viel brauchen wir noch? Ja. Müsste gleich liegen. Ja. Naja. Alles klar. Sehr schön. Wie lange die Mama noch braucht, es dauert noch ein Eckchen, glaube ich. Boah, krass sieht der fies aus, ey. Jetzt gucken, die Mama braucht noch 30 Minuten circa. Ja. Oh, wie schnell warst du auf? Ich war erstmal gucken. Ach. Jetzt. Okay. Boah, wäre das fies, ne? Alter, was hat der für Gesicht? Halleluja, ey, was für Stacheln am Kopf, ey. Die Frage, wo das Prokoptodon hin ist. Das sind halt wirklich echte Mordinstrumente hier, diese Tiere, ne? Also da wurde nicht gespart mit Waffen. Nee, also das sieht echt fies aus. Bin ich runtergesprungen hier, ne? Ja, vermutlich. Ja. Diese Augen, ey, von diesen Gatschatich. Echt cool. Ja. Schade, dass die halt so schlecht kämpfen können, aber es sind halt Faultiere, ne? Die machen nicht mehr als nötig. Ja, aber, ne, guck dir mal diese anderen Faultiere an, diese riesen Faultiere. Wenn die am angegriffen werden, die schlagen eine richtige Kelle mit ihren langen Krallen. Mario, ich hab dir hier gerade mal die Pfeile hingeworfen. Ah, das Prokoptodon wacht aber schnell auf, oder? War das nicht so? Ja, kann sein. Wer hat nicht getroffen hier? Ja, schießt, glaube ich, am besten auf den Körper. Ja, genau. Und pass auf, ja, wir haben ein paar Mods auf dem Server schon installiert. Ein S-Plus auf jeden Fall auch dabei. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne S-Plus zu bauen, ey. Boah, nee. Ich kann das Tor vorhin sehen. Kannst noch bestimmt 10-mal schießen. Wenn es vorher nicht abkrepelt oder so. Nee. Aber die haben ja meistens immer relativ viele Hitpoints. Kleinen Prokoptodon und so. So, 3,5 von 4,9. Ah, noch einen. Ja, jetzt müsste wahrscheinlich hochticken. Ja. Sehr schön.